So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Ixion. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben es tatsächlich geschafft, sämtliche Wissenschaftspunkte auszugeben. Allerdings sind wir noch nicht mit allen Forschungen durch. Also hier rechts ist wirklich alles abgeschlossen, da geht nichts mehr. Hier haben wir noch die Andok-Bucht, aber da haben wir halt eine unbekannte Forschung. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt und wie wir die fertig machen können. Dann haben wir den Nanofilter und die selbstreinigenden Schmiermittel, die wir noch erforschen. Und ansonsten wirklich nur noch die Feuerwache mit zwei weiteren Dingen. Alles andere ist durch. Wir sind wirklich gut dabei. Wir haben sämtliche Ressourcen jetzt auf ein Höchstmaß gebracht. Selbst Eis ist gut vorhanden, dürfte uns auf jeden Fall eine lange Zeit ernähren. Sprich das Wasser, das wir daraus gewinnen. Und jetzt haben wir auch dieses Teil hier abgeschlossen. Das bedeutet, unsere Kolonie scheint soweit fertig zu sein. Die Archimedes fährt mal rüber und kümmert sich darum, die Leute dann auch wieder einzusacken. Ich hoffe, ich muss sie nicht wieder mit an Bord holen. Das wäre schlecht. Aber ist okay. Wir fliegen mal hin, wir gucken uns das an. Und währenddessen könnten wir die Ripley eigentlich... Oder wir machen es andersrum. Die Ripley, die ist mir mehr wert. Ich habe ein bisschen Angst, dass eines der Schiffe kaputt geht. So, die Ripley geht jetzt dorthin und die Archimedes wird sich mal zur Piranesi begeben. Ja, wir scheinen mit diesem System soweit durch zu sein. Ich wüsste nicht, was ich hier noch großartig sammeln soll. Es sieht alles ganz gut aus und dass wir das auch super hinbekommen. Elektronik haben wir super viel, 159. Ich weiß gar nicht, was ich davon alles bauen soll. Gibt ja leider nicht so viel, was man bauen kann. Und ich habe jetzt sämtlichen Frachtschiffen erstmal gesagt, nichts einsammeln, nur noch die grundsätzlichen Dinge. Ah ja, okay. Na dann, auf geht's. Bringe die Kolonisten zurück oder bricht die Kommunikation mit den Kolonisten ab. Die Dollars-Vertragsbedingungen sehen die Möglichkeit vor, Besatzungsmitglieder im Falle einer Notsituation zurückzulassen. Die Kolonisten waren sich dieser Möglichkeit bewusst. Haben ihre Arbeit abgeschlossen. Sie werden sich auf die Rückführung vorbereiten. Nö, führt die mal zurück, das ist okay. Also ich würde die jetzt ungern hier lassen. Warum? Vielleicht brauche ich sie doch für andere Planeten oder so. Kann ja sein. Muss auch gerade mal gucken. Warte mal. Waldemar. Du nimmst die Kolonisten mit, nicht mit, sondern die Nummer 2. Beziehungsweise diejenigen, die an der zweiten Andockbucht arbeiten. Und da muss ich nochmal gucken, haben wir genügend Platz? Es sieht im Moment nicht danach aus, aber hier sind noch 340 Kolonisten. Ich habe noch, ich glaube, 200 ausgebildet oder so. Ja, mach mal Platz für 200. Das ist schon okay. Von Sektor 2 in Sektor 4 werden die hier jetzt erstmal umgelegt. Bitteschön. Ach, das war die beliebige Besatzung. Zurück. Ja, Transfer abbrechen. Kolonisten nur. Da habe ich gerade gewundert, warum haben wir so wenig Arbeitskräfte dort. Aber ja, ist kein Wunder. Da hat der die ganzen Arbeitskräfte umgesetzt. Hallo? Nein, die brauche ich noch. Bereit zur Zurückholung sind 200 Kolonisten. Ich muss auch mal gerade gucken, haben wir in Sektor 1 denn noch genügend Platz für die Leute? Ja, dann können wir noch ein weiteres Schiff mit hinschicken. Wo sind die Schiffe da? Kannst du auch noch Leute zurückholen. Auf geht's. So, dann sind jetzt 2 Schiffe unterwegs. Wir kriegen das relativ fix zurück und wir kriegen noch jede Menge Wissenschaftspunkte. Sehr nice, sodass wir das alles in Ruhe erforschen können. Selbstreinigende Schmiermittel machen wir fertig und dann ist nur noch die Feuerwache, dann sind wir mit allen Forschungen durch. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Achievement gibt, aber es wäre auch schön. Wobei hier noch eine Forschung fehlt und bei der Andockbucht auch. Das ärgert mich. Vielleicht habe ich irgendwas auf irgendeinem Planeten verpasst, was ich noch dringend hätte gebrauchen können. So, unser Forschungszentrum ist gerade kaputt. Es ist aber nicht so wild. Und die Ripley kann schon mal in Ruhe wieder zurück, wenn die soweit alle Punkte eingesammelt hat. Alle Wissenschaftspunkte. Zurück zu Tyken. Da sind auch noch Kryokapseln, aber ich habe keinen Platz mehr. Und ich würde jetzt ungern noch neue Leute auftauen. Wir brauchen, glaube ich, auch erstmal keinen sechsten Sektor. So zumindest kommt es jedenfalls nicht rüber, als wenn man den benötigt. Selbstreinigende Schmiermittel wurden erforscht, das ist schön. Das heißt, ich kann die nächste Forschung auch durchballern. Pneumatiklenkung und aerober Schaum. Aerober Schaum. Machen wir auch noch. Gut, die Kolonisten sind wieder zurück. Dann müssen wir jetzt mit der Piranesi weitermachen. Sobald die Frachtschiffe wieder da sind, unser... anderes Schiff hole ich jetzt auch hier zurück. Hier kommt bitte alle zurück. Es ist Schluss. Ich habe Angst. Ich weiß noch nicht, was passiert. Haben wir irgendwelche... Das Problem ist,
Es muss ja einen Kampf geben, sonst hätten wir keine Drohnenstörgeräte implementiert auf der Oberfläche der Ixion. Ach Quatsch, der Tycoon. Und ansonsten hätten wir auch nicht dieses Teil hier, Raketenabwehr. Da muss ja noch irgendwas passieren. Und da habe ich echt Angst vor. Weil ich auch nicht weiß, was uns erwartet. Könnt ihr meine Angst teilen? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ist wirklich nicht schlimm. Ich werde auch nochmal speichern, bevor wir da jetzt raufgehen. Einfach bloß, weil dieses Spiel mich fertig macht. Es macht mich fertig. Obwohl, wir können auch hier speichern. Das ist okay, ja. So, na dann mal los. Starten wir mit der Piranesi. Finde die Remus-Koordinaten. Wir haben die Piranesi betreten. Es gibt weder Licht noch Schwerkraft im Schiff. An der Struktur wurden viele Veränderungen vorgenommen. Die Wände bestehen aus einem unbekannten schwarz glänzenden Metall, das die Sicht verzerrt. Die Korridore ähneln manchmal dem Design von Dollars oder der Uno. Einige Gänge scheinen jedoch ohne Kletterausrüstung nicht nutzbar zu sein und sind fast organischer Natur. Wir haben ein großes Denkmal gefunden. Die Statue im Zentrum ist verdeckt von den vielen Kabeln, Rohren und Leitungen, die von ihr weg zum Schiff führen. An ihrem Sockel konnten wir die Worte Eigentum der SMK ausmachen. Wäre das Team nicht so besorgt gewesen, hätten wir für weitere Beobachtungen anhalten können. Ja, das Schwarzmarkt-Kollektiv ist überall drin und scheint überall seine Griffel im Spiel zu haben. Das ist natürlich alles andere als schön. Theoretisch müsste ich auch mal wieder Eis holen, aber ich glaube, 900 reicht noch für eine ganze Weile. Essen haben wir auch noch genug. Und ich hoffe auch, dass das dann hier geschafft ist. Die Frage ist, es müsste ja dann doch noch ein weiteres Universum, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ein weiteres Sonnensystem oder PSR-System in diesem Fall geben, weil wir haben ja den Planeten immer noch nicht gefunden. Wir haben sie gefunden, die Geräte mit den Remus-Koordinaten. Okay, befinden sich hinter einer schweren verstärkten Tür. Wir haben verschiedene Versuche unternommen, um sie zu öffnen, konnten sie jedoch nicht einmal beschädigen. Durch eine Verbindung zwischen der Tycoon und ihnen und der Piranesi könnten wir die Kontrollsubsysteme der Tür reaktivieren. Die Verbindung ist außerdem notwendig für die Extraktion und Übertragung der Remus-Koordinaten von den Geräten zu Tycoon. Administrator, noch etwas. Kurz bevor wir die Geräte fanden, entdeckten wir ein Bildnis von Giovanni Battista, einem ehemaligen Mitglied des Marduk-Rates. Naomi-Protokoll, extrahiere die Koordinaten. Die Tycoon muss im Orbit der Piranesi sein. Jo gut, dann fliegen wir mal rüber. Wir haben ja glücklicherweise genügend Energie und 2,0 Energie wird das Ganze benötigen. Das ist okay, das kriegen unsere Batterien locker gewuppt. Dafür haben wir ja sehr viel Energie gespeichert. Tatsächlich hat das wenigste aktuell Sektor 1, nee, Sektor 4. Vielleicht sollte ich doch noch dort nochmal eine Batterie mit aufstellen, aber eigentlich dürfte das reichen, das sieht gut aus. So, wir sind da. Goodie. Naomi-Protokoll, extrahiere die Koordinaten. Na dann, auf geht's. Wir müssen ja wissen, wo wir hinfliegen. Oder wir haben jetzt einfach so gewonnen. Aber wozu dann diese Teile hier? Oder erwartet uns noch irgendwas Größeres, was die Piranesi ausgeschaltet hat? Vielleicht wurden die auch wieder verfolgt? Oder es kommt noch ein außerirdisches Riesenmonster. Alles ist möglich. Ich vertraue diesem Spiel nicht mehr. Manchmal ist man auf einem Planeten und denkt so, wow, cool, Kolonisierung. Alle tot. Okay, danke. Es macht dann keinen Spaß. Administrator, die Piranesi wird reaktiviert. Wir mussten die Verbindung zur Tycoon manuell unterbrechen und den Koordinatentransfer abbrechen. Die verdammten Wände bewegen sich. Dank unserer Exoskelette können wir uns so schnell wie möglich zu Archimedes zurückziehen. Ist das, fliegt die auseinander? Das sind Drohnen oder sowas.
Es, was? Oh Gott. In Bewegung bleiben, bleibt und kämpft. Hole die Archimedes zurück. Es ist unwahrscheinlich, dass das Team es zurück zur Archimedes schafft. Die Einleitung von Schiffsrückführungsprotokollen würde jetzt materielle Ressourcen sichern. Unwahrscheinlich. Versucht's trotzdem. Die Piranesi hat einen Drohnenschwarm um sich herum aufgestellt. Wir sollten die Tycoon augenblicklich versetzen. Zeit zu rennen. Überlebe. Euer Ernst jetzt hier? Ich will noch meine Archimedes zurückhaben. Alles zerstört, alle tot. Die Piranesi ist erwacht. Zuvor inaktive Drohnen durchstreifen nun die Gänge des Schiffes. Sie haben das Team getötet und die Archimedes zerstört. Okay, überlebe, überlebe, überlebe. Ich muss weg hier. Wo gehen wir hin? Erstmal dorthin. 1,6 Zyklen, das halten unsere Batterien aus. Wir scheinen richtig viel Schaden zu bekommen. Aber nur im Umkreis, okay. Okay, ja, da sind wahrscheinlich die Drohnen aktiv. Aber wir reparieren uns. Sogar auf dem Weg zum Planeten sind wir heil. Alles ist gut, alles geht wieder hoch. Okay. Oh Gott, ich hatte doch noch Forschung, die ich durchführen konnte, ne? Hier, eine ist noch. Okay, wir haben überlebt. Und jetzt? Okay, eine neue Request. Was denn nun schon wieder? Die Algorithmen zur Datenkontrolle sind überlastet. Die Diagnostik verweist auf externe Interferenzen. Bilder der Piranesi flackern auf allen Bildschirmen. Sie suchen die Träume heim und hinterlassen unauslösliche, löschliche Spuren. Haben Sie einen Plan, um uns vor diesem Monster zu retten und die Koordinaten zur Remus zu finden? Administrator, es herrscht Angst. Stabilitätsabzug 2. Oh, wir sind trotzdem noch glücklich. Alles gut. 3, 2 ist nicht mehr so glücklich. 3, ja, aber hier hinten, da sind die Leute ja super happy. Was ist hier los? Durch das Lunaklismus-Denkmal. Bahnhof Arbeitszeit. Ach ja, stimmt. Wir haben ein Dekret für Arbeitszeit dort erlassen. Aus Lebensmittelspezialisierung. Stufe 2 gibt es hier auch nochmal einen Punkt. Ist bei 4. Alles ist gut. Die Leute sind noch einigermaßen zufrieden. Ich hoffe, das bleibt auch so. Was soll ich denn jetzt machen? Schießen kann ich nicht. Habt ihr sonst noch irgendwas in der Forschung oder so? Aber das war ja auch schon alles. Und jetzt? Soll ich ganz normal weiterleben und weiter sammeln? Ich kann nicht mal irgendwo hinspringen. Dann sammelst du bitte ein bisschen Silizium. Ach nee, Quatsch, du nicht. Du. Wenn wir schon die Möglichkeiten haben, warum nicht? Ah, Technologie Aeroba-Schaum wurde freigeschaltet. Das ist schön. Ich glaube, dann haben wir jetzt auch alle Forschungen soweit abgeschlossen. Es geht nichts mehr außer das Fragezeichen und die Andockbucht. Wobei ich weder das eine noch das andere kenne und aktivieren kann. Und noch 88 Wissenschaft übrig. Das ist gut. Wow! Was ist das? Die Piranesi hat eine Rakete auf die Tycoon abgefeuert. Oh mein Gott, ich weiß, was ich zu tun habe. Scheibenkleister, ich habe das irgendwo gelesen. Warte, 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 warte. Wo ist mein Drohne, mein Sondendingsbums? Mein Sondenwerfer. Da.
Übertragung schließen. Oh, baut mir das mal schnell zusammen. Ich hoffe, das geht schnell. Oh, die Rakete fliegt. Okay, drück. Okay, da fliegt unser Teil. Oh. Wow, okay. Okay, okay. Ja, ich verstehe. Ich glaube, es wäre ganz gut, noch einen zweiten Sondenwerfer zu bauen, dass wir Sonden haben und das Teil. Aber hatte ich nicht zwei oder habe ich das nur gemacht, um das ein Achievement dazu bekommen? Ist auch nur eine Andockbucht. Ich kann auch nichts abbauen. Das Problem ist, dass wir nicht mal Stahl irgendwo einlagern können, sodass das hier alles im Prinzip komplett voll bleibt gerade. In welchem Sektor sind wir? Vier. Vier hat genug Strom. Okay, ich habe überlebt. Ich habe die Rakete abgewehrt. Und jetzt fliege ich ein bisschen durch die Gegend, oder was? Halde Klein wurde abgebrochen, okay. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir machen jetzt hier einfach ganz normal weiter. Sammeln noch ein paar Ressourcen, vielleicht kommt noch irgendwas. Was? Hat einen Drohnenschwarm ausgesendet. Der Schwarm wird die Tycoon abfangen. Ja, aber die sind langsam unterwegs. Das geht. Damit kann ich leben. Aber hatten wir nicht so ein Drohnenabwehrteil? Warte mal, das war hier. Hier. Stört Drohnenzielsysteme durch Überlastung von SMK-Frequenz mit falschen Daten. Ja, und heißt das jetzt, dass die nicht auf uns zukommen, oder wie? Dass ich hier stehen bleiben kann. Oh, die sind aber fix unterwegs. Ey, die kommen doch trotzdem. 2,5 Zyklen, los. Spring rüber. Das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Ja, das haben wir abgewehrt. Alles gut. Wir sind weg. Aber der Planet ist jetzt verloren. Ich meine, ich bin froh, dass wir... Die Piranesi, was bewegt sich auf uns zu? Ja, offensichtlich. Ich bin froh, dass wir so viele Batterien haben und die Leistung dann dementsprechend auch ausreicht, um hier wirklich von einem Planeten zum anderen zu kommen. Okay, und wir kriegen wieder Eisen dazu. Wir lassen die jetzt auch noch Eis sammeln. Ist okay. Ja, fliegt man noch da ganz hinten? Das ist so in Ordnung. Piranesi wird schon nichts machen. Die ist auch sehr langsam unterwegs. Gott, Eden Vigilions Netzwerk gestartet. Hier spricht Maisara Zenati vom Wissenschaftskonsortium aus Sektor 1. Da Eden anscheinend stark beeinträchtigt ist, mussten wir die üblichen Kommunikationsprotokolle umgehen. Ich weiß nicht, ob sie diese Nachricht erhalten. Ich hoffe es. Die Piranesi ist die größte Bedrohung, der wir bisher ausgesetzt waren. Sobald die ersten Berichte über die Zerstörung der Etemenanki uns erreichten, begannen wir heimlich nachzuforschen, um einen Weg zu finden, diese neue Gefahr zu neutralisieren. Im Zentrum des Systems liegt PSR B1257+12A. Ein Pulsar mit langem Intervall. Trotz all ihrer Stärke glauben wir, dass die Piranesi in ihrer derzeitigen Zustand einen Impuls nicht standhalten könnte.
Allerdings wäre auch die Taiken einem solchen Impuls nicht gewachsen. Sie müssen ein Erkundungsteam dorthin schicken, um eine Lösung zu finden. Es kursieren viele Gerüchte über sie. Manche sagen, sie existieren gar nicht oder sind im Kryoschlaf versunken. Manche glauben sogar, dass Eden sich für sie ausgibt. Andere, darunter auch ich, glauben an sie als unseren Administrator. Retten Sie die Taiken. Retten Sie die Besatzung. Retten Sie, was von der Menschheit noch übrig ist. Neues Ereignis. Pulsar. Das Monster erwacht. Neues Ziel. Ein bombenmäßiger Plan. Untersuche das. Okay, warte. Die Ripley habe ich noch. Hinter. Ja, die Piranesi ist langsam. Das geht. Und ich hoffe, dass unser Forschungsschiff hinkommt. Ich mag jetzt auch nicht speichern. Ich kam, ich sah, ich abonnierte den Kanal. Und ich habe ein Like dagelassen. Ich glaube, ich habe an alles gedacht.